Wenn wir da mal konkret werden, wie viele Menschen in Deutschland kann man überhaupt zur Risikogruppe zählen? Genau, das ist schon der erste Irrglaube. Wenn man an Risikogruppe denkt oder darüber spricht, dann denken ja alle an die arme Oma, die 80 oder 90 Jahre ist, in einem Pflegeheim wohnt und den ganzen Tag im Bett liegt. Und ich denke, das hat jeder von uns so im Kopf, dieses Bild, aber das ist ja nicht die Realität. Wenn man mal sagen würde, jeder über 50 oder 60 Jahre oder hat Vorerkrankungen sei Risikogruppe, dann sind das nämlich auf einmal ganz viel mehr Leute. Und wenn man sich jetzt mal CDC anschaut, das ist ja die amerikanische Gesundheitsbehörde, die haben die Risikogruppen einmal eingeteilt nach Evidenz und sagen, eine starke Evidenz für ein hohes Risiko haben Menschen mit einer Krebserkrankung, mit chronischen Nierenerkrankungen, mit einer COPD, also das ist dieses chronische Bronchitis, vor allen Dingen, wenn man jahrelang geraucht hat zum Beispiel, bei KHK, das ist eine Erkrankung der Gefäße und des Herzens, dann Kardiomyopathien, ebenfalls eine Herzerkrankung, bei Herzfehlern, bei Übergewicht über einem BMI von 30 hat man starke Evidenz für eine Risikogruppe bei Rauchern. Dann nach Organtransplantation, das sind ja Immunsupprimierte, die dauerhaft Medikamente nehmen und bei einem Typ-2-Diabetes. Und das ist vielleicht ganz spannend. Gestern hinzugekommen ist eine weitere Gruppe, nämlich Schwangere. Die waren vorher in der mittleren Evidenz eingruppiert worden. Und gestern hat das CDC das verändert und hat die ebenfalls in die Gruppe mit starker Evidenz hochgruppiert. Also mit einem höheren Risiko. Genau, weil eine Studie aus den USA rauskam, die zeigte, haben wirklich über viele, viele Monate das sich angeschaut. Bei 400.000 Frauen, davon waren 23.000 ungefähr schwanger. Und was die sehen, ist, dass bei Schwangeren das Risiko für einen Krankenhausaufenthalt, für einen Aufenthalt auf Intensivstationen höher ist als in der gleichen Altersgruppe von Frauen, die nicht schwanger sind. Hierzu muss man sagen, dass das absolute Risiko natürlich immer noch sehr gering ist. Also man braucht da jetzt keine Panik haben, wenn man schwanger ist, weil das Risiko bei Frauen zwischen 15 und 44 Jahren eigentlich ja extrem gering ist. Also erstmal sind sie unter 50, zweitens haben Frauen auch ein geringes Risiko. Trotzdem haben Schwangere in der gleichen Altersklasse ein höheres Risiko als Nicht-Schwangere. Und das liegt so um den Faktor 2 bis 3 ungefähr. Und besonders natürlich, was auch wieder relativ logisch ist, gilt das für Schwangere über 35, also bei den etwas Älteren. Trotzdem muss man den Schwangeren mitgeben, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Hygieneregeln einhalten, also AHL, dass sie sich schützen gegen Grippe, also auch gegen Grippe impfen lassen, dass sie die Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, das ist alles ganz, ganz wichtig. Und was das für mich jetzt wichtig ist, dass man, wenn man einen Impfstoff hat, die Schwangeren auf jeden Fall relativ früh mit einbinden muss in diese Impfstrategie, wie man den Impfstoff verteilt. Und warum sind Schwangere so besonders? Ich denke, das liegt daran, dass zum einen Schwangere ja immer eine gewisse Immunsuppression haben. Also das Immunsystem wird unterdrückt, weil das Kind ja, sage ich mal, eigentlich fremd ist von dem ja genetischen Material. Und damit das Kind nicht abgestoßen wird, so um es mal ganz laienhaft zu sagen, ist das Immunsystem von Schwangeren etwas schwächer ausgeprägt. Das gilt auch für andere Infektionen. Das ist halt ähnlich auch bei der Influenza. Deswegen müssen sich Schwangere ja auch, sollten sich unbedingt gegen Grippe impfen lassen. Und was natürlich auch eine Rolle spielen kann, ist, dass wenn die Schwangerschaft weit fortgeschritten ist, also im letzten Drittel ist, dass dann natürlich auch die Lunge zusammengedrückt wird, ne? Also das Lungenvolumen ist einfach verringert durch die Größe des Kindes und das Herzzeitvolumen ist erhöht, das Thromboserisiko ist dort höher. Das unterscheidet hier die Studie, ich habe die nur heute Morgen kurz durchgescrollt, nicht, ob das Risiko abhängig ist von der Schwangerschaftswoche, aber das ist natürlich, also die Kombination aus den Veränderungen der Schwangerschaft und des Immunsystems sprechen dafür, dass Schwangere auch ein höheres Risiko haben für schwerere Verläufe. Wobei, das muss man immer relativieren,
das verglichen ist mit Frauen, die nicht schwanger sind und jung sind und das Risiko immer noch viel, viel geringer ist, als wenn man das vergleicht mit alten Personen über 80 oder 90. Also das muss man immer dazu sagen. Bezieht sich dieses Risiko denn dann eigentlich auf die werdende Mutter oder weiß man auch irgendwas über ein Risiko für das ungeborene Kind, also für das dann neugeborene Kind, das sich da möglicherweise auch infizieren kann? Also in der Studie haben die sich das Risiko für die Mutter angeschaut. Was man sagen kann, ist, dass SARS-CoV-2 nicht so ist wie andere Viren, die den Fötus schädigen. Also gibt es ja zum Beispiel Röteln oder andere Viruserkrankungen. Zika ist auch so ein Beispiel, die zu schweren Fehlbildungen führen. Da erinnern sich vielleicht viele noch dran, dass dann in Brasilien ganz viele Babys geboren wurden mit einem kleinen Kopf zum Beispiel. Das sehen wir hier gar nicht und das ist schon mal sehr positiv, muss man sagen. Mhm. Und um zurückzukommen auf diese CDC-Einordnung, das waren halt Patienten mit einer starken Evidenz. Dann gibt es noch die Einordnung mittlere Evidenz. Das heißt, es gibt Hinweise, aber man ist sich nicht ganz sicher und erwartet neue Ergebnisse. Das ist zum Beispiel bei Asthma, bei Erkrankungen der Hirngefäße, sage ich mal. Also wenn jemand verkalkte Hirngefäße hat, einen Schlaganfall hatte, dann Bluthochdruck gehört auch dazu. Und dann gibt es auch recht eingeschränkte Evidenz laut CDC nach Knochenmarktransplantation bei HIV-Positiven, bei Immundefekten generell oder bei Stoffwechselstörungen, bei chronischen Lungen- oder Lebererkrankungen und bei dem Typ-1-Diabetes. Und prinzipiell kann man sagen, was ist die Schwierigkeit, das eigentlich zu beurteilen, ob jemand Risikogruppe ist, dass man das nicht so pauschalisieren darf. Also es spielt ja auch immer die Schwere der Grunderkrankung eine Rolle. Wenn wir mal wieder den Bluthochdruck anschauen und unser Beispiel mit dem Patienten, dann ist natürlich ganz relevant, wie ausgeprägt ist der. Hat der einen Bluthochdruck, den er alleine durch Verhaltensänderungen in den Griff bekommt? Also ein bisschen Gewichtsreduktion, Umstellung der Ernährung oder nimmt der 4 Medikamente gegen den Bluthochdruck? Das ist ja nicht das gleiche Risiko. Genauso bei der COPD, also bei der chronischen Bronchitis, ist die mild ausgeprägt und wurde mal die Diagnose gestellt oder hat der schon Sauerstoff, ist der Patient sauerstoffpflichtig? Das kann man nicht pauschalisieren. Und auch wenn jemand Krebs als Risikogruppe benennt, hat der jetzt eine laufende Chemotherapie, der Patient, oder hatte der vielleicht mal in der Vorgeschichte vor 5 Jahren einen Tumor? Das sind natürlich völlig andere Voraussetzungen. Und auch bei HIV ist es ein Unterschied, ob Sie einen unbehandelten Fall haben, der sehr fortgeschritten ist, oder jemanden, der ja seit Jahren unter der Therapie perfekt eingestellt ist und keine nachweisliche Viruslast hat. Das kann man nicht so pauschal, sage ich mal, nehmen, dass jemand dann unbedingt einer Risikogruppe angehört und ein x-faches Risiko hat. Das ist sehr abhängig von der Schwere der Erkrankung und auch die Studien dazu. Also die hatte ich mir für heute zum Teil angeguckt. Die sind ganz oft schwierig zu interpretieren, da sie zum Teil nur symptomatische Patienten beschreiben und dann wiederum nur stationäre Fälle haben und die Kontrollgruppen dazu, die sind oft nicht genau beschrieben oder überhaupt nicht passend. Und oft fehlen auch weitere Informationen zu den Patienten, wie das Alter, die ethnische Zugehörigkeit. Da wissen wir auch, dass es Unterschiede gibt, ob die geraucht haben, ob die zum Beispiel auch noch Drogen einnehmen oder auch das Geschlecht. Deswegen muss man da immer ein wenig abwägen oder vorsichtig sein. Und was ich ganz schön fand, war, dass das Wissenschaftliche Institut der AOK gemacht hat, also die WIDO. Die haben mal geschaut nach Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko. Und die Frage war, gibt es eigentlich eine Übersicht über die Verbreitung von Vorerkrankungen und immunsuppressiver Therapie auf Basis deren AOK-Daten? Also viele Menschen sind ja bei der AOK versichert und die haben dann diese Daten genommen und ausgewertet und haben die dann hochgerechnet auf die Bevölkerung Deutschlands. Und das ist ganz interessant. Die haben halt die Abrechnungsdaten von 2018 genommen, ambulant und stationäre Versorgung.
und zum Beispiel auch die Arzneimitteltherapie-Einsatz angeschaut, um zu gucken, wie häufig sind eigentlich bei uns in Deutschland wirklich Risikogruppen. Die sind sehr konservativ vorgegangen. Das heißt, es wurden nur Patienten berücksichtigt mit einer Erkrankung, wenn diese auch medikamentös behandelt wurde. Also dieses Beispiel, wenn jemand einen Bluthochdruck hat, aber gar keine Medikamente kriegt, dann wurde er nicht mit in diesen Risikogruppen erfasst. Mhm. Und das RKI, dann haben die sich auf die Risikogruppen beschränkt, die das RKI angibt. Das sind ja Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, wie wieder diese KHK oder ein Bluthochdruck, Erkrankungen der Lunge, Asthma und COPD, der Diabetes mellitus, Krebserkrankung und ein geschwächtes Immunsystem aufgrund von einer Erkrankung, zum Beispiel angeborene Immundefekte oder aber die Gabe von Medikamenten wie zum Beispiel Cortison. Also das sind ja gar nicht so wenige. Das sind nicht nur Immunsupprimierte durch eine Organtransplantation, also nach Nieren- oder Lebertransplantation, sondern zum Beispiel auch alle Menschen mit einer Autoimmunerkrankung, die deswegen zum Beispiel Cortison kriegen, also zum Beispiel Rheumapatienten. Mhm. Und dann, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, haben wir 83 Millionen Einwohner in Deutschland und die haben gesehen, dass 21,9 Millionen, also 26,4%, über ein Viertel mindestens eine der berücksichtigten Vorerkrankungen hatten und somit ein erhöhtes Risiko haben für einen schweren Verlauf. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was das bedeutet, 21,9 Millionen Menschen sollen geschützt werden vor den restlichen 60 Millionen, dann glaube ich, merkt man, wie irrsinnig und wie schwierig das ist. Und was die noch gesehen haben, ist, dass das Risiko natürlich mit dem Lebensalter ansteigt, dass aber bereits bei den 20-Jährigen, also ganz jungen Leuten, haben schon 3% eine Vorerkrankung und das steigt dann kontinuierlich mit dem Alter an. Und wenn man bei 80-Jährigen guckt, dann sind es 80%, die eine Vorerkrankung haben. Und die haben sogar noch weiter geguckt und sehen, dass 2/3, also 66% von diesen 21,9 Millionen mindestens eine Vorerkrankung haben, dass sie älter als 60 sind oder 60 Jahre alt sind, aber 1/3, also 7,3 Millionen Menschen, die sind jünger als 60. Also das sind nicht die Leute, die alle einfach, sage ich mal, im Altenheim, im Pflegeheim sind und dort versorgt werden müssen, dement sind. Das ist einfach nicht der Fall, wenn man sich diese Zahlen von der AOK, von diesem wissenschaftlichen Institut anguckt und man spricht davon, wir müssen nur Risikogruppen schützen, muss einem einfach klar sein, dass das erstmal fast 22 Millionen sind und davon unter 60 immerhin 7,3 Millionen Menschen sind. Und wie das gehen soll, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Und was noch dazu kommt, das fand ich auch ganz schön an dem Bericht, ist, dass das regional so unterschiedlich ist. Also in Unistädten, in Heidelberg, Freiburg sind das natürlich weniger. Da haben wir ungefähr zwischen 14% und 17% mit Vorerkrankungen. Aber es gibt Regionen in Deutschland, die habe ich noch nie vorher gehört übrigens, also Mansfeld, Südharz, Suhl und Sonneberg, die sind angegeben mit 43,5% bis 42,1% an Risikogruppen. Das heißt, in diesen Regionen müssten sie die Hälfte der Einwohner haben irgendwie eine Vorerkrankung, müssten also isolieren oder besonders schützen. Wie soll das gehen? Also das ist mir einfach völlig unklar. Und die Schwangeren sind da gar nicht drin und Menschen, die vielleicht übergewichtig sind, aber gar nicht in Behandlung sind, weil Übergewicht ja auch ein Faktor ist, ein Risikofaktor. Genau, also Übergewicht kommt ja oft zusammen mit anderen Erkrankungen. Mhm. Also die sind zum Teil sicherlich dabei bei den Diabetikern oder bei denen mit Hypertonus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber es ist korrekt. Eher muss man damit rechnen, dass es noch mehr Risikogruppen gibt, weil man jetzt zum Beispiel das mit den Schwangeren ist ja von der CDC erst gestern veröffentlicht worden. Das muss nun auch erstmal mit einfließen in die Empfehlungen aus Deutschland. Und trotzdem ist das eine wahnsinnig hohe Zahl, die man sich einfach wirklich bewusst machen muss, wenn man davon redet, wir schützen jetzt einfach nur die Risikogruppen, weil, glaube ich, einfach jeder dieses Bild im Kopf hat von einem Pflegeheim. Und das zeigt, wie schwierig das ist oder auch wie unmöglich das wäre, diese Risikogruppen effizient zu schützen. Und das geht nur, indem man die Zahlen in der gesamten Bevölkerung niedrig hält. Wir müssen vielleicht einmal zur Definition noch dazu sagen, es geht bei Risikogruppen ja um die Gefahr, einen schweren Krankheitsverlauf zu entwickeln, nicht um ein besonderes Risiko, sich zu infizieren, also dass man besonders empfänglich für das Virus ist.
Genau, empfänglich sind wir alle. Also da sind wir alle gleich ungefähr. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwann Unterschiede geben, genetischer Art. Aber das Risikogruppen bezieht sich wirklich auf einen schweren Verlauf, dass man eher ins Krankenhaus muss, dass man eher auf Intensivstationen muss oder dass die Rate an ja fatalen Verläufen bis zum Tod höher ist bei Risikogruppen. Darauf bezieht sich das. Aber die Zahl der Infektionen und auch die Ausprägung zeigt eigentlich ganz gut, dass die Empfänglichkeit in der Gesamtbevölkerung sehr groß ist, sich infizieren zu können. Mhm. Das ist ja auch eins der Probleme, die wir einfach haben im Moment.